Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. In der letzten Session haben wir schon eine ganze Ecke geschafft und sind jetzt hier am Pier, also am Hafen, Kai 43, glaube ich, war das. Ich glaube schon. Mit Watson zusammen in seinem mega schicken Anzug. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch alle Kompatibilitätsprobleme raus habe, denn ich habe mal... Mit Windows 8 kann man ja auf Windows 7 zurückstottern. Ich glaube, dieses Spiel hat etwas Probleme mit Windows 8. Das habe ich nämlich auf meinem Rechner. Na, ich bin so ein ganz Revolutionärer. Hab nämlich sogar Windows 8.1. Aber naja, egal. Diese Frau haben wir beim letzten... Bis jetzt hier, also die ganzen letzten Tage. Ich habe jetzt gestern aufgenommen und heute wieder. Haben wir jetzt die ganze Nacht gestalkt. Die heult immer noch. Und der kleine Junge sitzt immer noch daneben und... Und guckt seiner Mama beim Heulen zu. Ja, okay. Wir gehen einfach mal rein. Gucken mal, was er uns zu erzählen hat. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich suche einen Mann namens Harper. Kennen Sie ihn? Er wohnt direkt gegenüber. Er weg. Bord. Bord. Watson, ich kenne diesen Akzent. Diese Leute sind Nepalesen und wie das Glück so spielt, bin ich vertraut mit diesem Dialekt. Nepalesisch? Sind Sie sich sicher, Holmes? Achonitra. Chegungsha Nitra. Ah, Meta. Taramita. Die Frau sagt, ihre Familie hat ein schweres Unglück erlitten. Dieser Altar ist für ihren 16-jährigen Sohn, der erst vor einer Woche verschwand. Vielleicht hat er auf einem Schiff angeheuert oder sich in ein anderes jugendliches Abenteuer gestürzt. Ilkuka Bratzem. Kutsabinga Kom. Bobetra. Sie sagt, es wurde ein Mann in der Gegend gesehen, der sich nach ihrem Sohn und seiner Familie erkundigte. Der Mann arbeitete in den Docks und hatte ein Silberauge. Ja, genau. Es war ein abstoßender Mann mit einem Silberauge. Malinhe Gas. Shunse Broket Hadu. Sie sagt außerdem, dass die Habseligkeiten ihres Sohnes auf diesem Altar liegen. Sie sagt, wir dürfen sie untersuchen und alles mitnehmen, das uns dabei helfen könnte, ihren Sohn zu finden. Aber was hat das mit Captain Stenwicks Diener zu tun? Ich will ja nichts sagen, ne? Ich möchte auch nicht rassistisch sein, ne? Ganz sicher nicht. Aber die Frau hat nur gesagt. Und Sherlock konnte daraus einfach 10 Sätze machen. Also ich weiß nicht, diese Sprache muss unglaublich genial sein, wenn man mit zweimal kurz so viel aussagen kann. Leck mich am Arsch, warum reden wir überhaupt so viele Wörter? Wir nehmen einfach Nepalesisch. So, also. Naja, ernsthaft. Die sagt nur Echt nur 3 Töne hat die gemacht und... Ja, der Mann wohnt da und da und der hat ein Silberauge und der ist hässlich und was weiß ich alles. Oh, ihr Sohn. Und hier haben wir Haare oder ist das eine Brosche? Das ist nicht nepalesisch. Es sieht aus wie Silber, aber dem Gewicht nach ist es eine Fälschung. Also war es eine Brosche, aber sonst dürfen wir hier nichts mitnehmen. Nö, nichts mitnehmen. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Ich betätige nochmal die Leertaste. Ich glaube, mit dem Sohn können wir noch reden. Watson, Sie... Ich hatte gerade, der schreckt mir die Zunge raus. Es ist eine Oberlippe. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber der Bart ist mehr als akkurat. Sehr schön. Watson, ich bin stolz auf Sie. Da ist der kleine Sohn. Wir können nur noch raus, aber wir können sonst nichts mitnehmen. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Ganz schön farbenprächtig. Aber auch wieder nur so eine Baracke. Also... Ne? In dem Jahrhundert hatten die wohl noch nichts zu lachen. Das ist ein schönes Bild. Und es ist anscheinend nepalesisch. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich weiß nicht, welche Religion die Nepalesen verfolgen. Ja, die schlafen alle auf Heu. Die schlafen auch auf Heu. Mit ein bisschen Decke drum und... Also hier scheint es warm zu sein, wenn die alle so pennen. Kann ich mit dir reden? Hat keine Lust, okay. Ja, der wohnt gegenüber. Aber was hat die uns... Und Leute, wenn ich, das ist mir in der letzten Aufnahme aufgefallen. Zum Beispiel, wo wir in Barnes Bücherei waren. Und der sagt uns, ja, ich habe 2 neue Bücher, ich suche eins und gehe dann einfach weg. Ja. Das ist, weil ich dann nicht richtig zuhöre. Da bin ich hier irgendwas am Machen, mal einen Schluck am Trinken oder so. Und, höre da nicht zu. Hier ist niemand. Deswegen, dann, passiert... Watson, kommen Sie bitte mit. Watson? Ach so. Was halten Sie davon, Holmes? Watson, kommst du bitte mit? Ich will nicht alleine gehen. Danke. So, jetzt weiß ich nämlich schon wieder nicht, was ich genau machen soll. Also irgendwas mit silbernem Auge.
Register 1894, September 7. Ach so, das ist das Hafenbuch. Das liegt auch einfach hier so rum. Da kann auch einer was reinschreiben, so von wegen, ja. Oder was löschen. Ich habe hier ein Fass mitgenommen, merkt eh keiner. Ja, er scheint verflucht zu sein. Der Teufel Alkohol hat Besitz von ihm ergriffen. Dieser nichtsnutzige Hafenwächter. Oh, Postbote? Der hat einen Posthorn auf dem Hut. Könnte ein Postbote sein. Du. Rede. Watson, mir scheint, dieser junge Mann ist krank. Seien Sie so gut und sehen Sie nach, wie ernst es ist. Also, junger Mann, lassen Sie sich mal ansehen. Oh, Holmes, dieser Mann ist nicht krank, er ist betrunken. Er riecht stark nach Alkohol. Oh, das ist nicht meine Schuld, ich schwöre es. Mein Kopf. Diese Bande von jungen Schlägern, die haben mich dazu gezwungen. Und dann haben sie mir auch noch mein Paket gestohlen. Ja, diese Was? Fiesen. Sie wurden zum Trinken gezwungen? Erklären Sie das und lassen Sie keine Einzelheit aus. Gestern Nachmittag wurde mir ein Paket übergeben, das ich an eine Adresse nicht weit von hier ausliefern sollte. Ich war in der Nähe der Lagerhäuser, als eine Bande junger Kerle mich angriff. Bevor ich reagieren konnte, zogen sie Messer und gaben mir eine Flasche mit den Worten, wenn mir mein Leben lieb wäre, soll ich es lieber austrinken. Also trank ich sie in einem Zug aus. Mir wurde schwindelig und dann muss ich das Bewusstsein verloren haben. Ich erinnere mich sonst an nichts, außer dass ich gerade eben aufwachte und allein war, ohne mein Paket. Aber was könnten Sie gewollt haben, Holmes? Das ist doch offensichtlich, Watson. Sie haben eine arme Seele gesucht, an der Sie Ihr grässliches Gebräu ausprobieren konnten. Sagen Sie, könnte das die Flasche sein, die man Ihnen gab? Das kann ich nicht sagen. Könnte sein. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur an Sie ansehe. Ein einzigartiges Aroma. Recht schmackhaft, möchte ich hinzufügen. Meine Sinne trügen mich nicht. Das enthält Rüben. Sogar eine ganze Menge. Aber wo wollen Sie denn hin, Holmes? Watson, es ist an der Zeit, die Hersteller dieses einzigartigen Gebräus zu suchen. Wenn Sie in diesem Viertel arbeiten, haben Sie uns vielleicht eine Menge zu erzählen. Ja, ich muss auch immer zugeben, wenn ich in die Kneipe gehe und die Kellnerin stellt mir immer wieder neues Bier hin. Alter, das ist schon Zwang, ne? Da kann man nichts mehr gegen tun, da muss man trinken. Ne, aber die scheinen ihn ja wirklich überfallen zu haben. Also sie wollten ja dieses Paket haben. Was auch immer jetzt erstmal da drin war, ist mal dahingestellt. Aber es muss wohl etwas relativ Wichtiges gewesen sein. Aber warum füllen sie dann den Postboten ab, wenn sie eh schon Waffen dabei hatten? Das verstehe ich nicht. Sie hätten ihn auch einfach nur zwingen können, das Paket abzugeben. Ob sie ihn jetzt erstechen oder... Ja, okay. Zwischen Mord und Abfüllen ist schon noch eine Schiene, aber... Okay, ich glaube, hier geht's direkt weiter. Das sieht nämlich... Hier liegen viele leere Flaschen rum. Es könnte eine Distillerie sein. Dann gehen wir erst nochmal ganz kurz in diese Richtung uns umschauen. Nur mal so. Ich möchte euch ja hier auch mal die Gegend zeigen. Also wie stark das ausdesignt ist. Das ist schon klasse. Oh, ein Marktplatz, okay. Oder an dem Brunnen. Kann ich hier was mitnehmen? Nö. Solange nicht die Hexe aus hier Dingens mitkommt, da hochkommt. Wie heißt der Film nochmal? In 7 Tagen, wo das kleine Mädchen aus dem Brunnen kommt. Aus dem Fernsehen. Nicht The Grudge? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ist schon zu lange her. Es war in meiner Jugend, als ich jung und dynamisch war. Aber hier scheint nichts so weiter zu sein. Aber die dealen hier wohl viel mit. Mit Wein und sowas, weil hier viele, viele Fässer stehen.
Natürlich können da auch andere Sachen drin sein. Öl oder sowas. Aber ich rate jetzt einfach mal auf Alkohol. Ist London einer der Alkoholhauptproduzenten? Wüsste ich jetzt auch nicht. Aber das sind, ja, keine Weinfässer. Das sind eher Weinfässer. Und da das einsame Boot in der Nacht. Ohne Licht, ohne Fenster, ohne Besatzung. Das ist aber flüsterleise. Cooles Schiff. Okay, dann war es das hier. Habe ich euch auch mal ein bisschen die Gegend gezeigt, damit ihr mal ein bisschen erkundschaftet. Ah, da geht's noch lang. Ah, ne, davor, genau, hier müssen wir lang. Und hier irgendwo zwischen war jetzt auch... Genau, da ist der Brunnen. Okay, haben wir uns auch so mal ein bisschen Überblick über die Map gemacht. Da ganz viele Fässer waren da in der Ecke. Ganz viele Haustüren, die wir nicht benutzen dürfen. Lichter, die einfach nicht funktionieren. Die immer diese Elektriker. Dieser Teil des Lagerhauses scheint ein ideales Versteck zu sein. Aber es wäre schwierig, dorthin zu kommen. Schwierig, dorthin zu kommen? Von da hinten nach hier ist nur die Straße entlang. Ja, hier liegt aber ganz schön viel. Wein, Schnaps. Das könnte ein Häcksler sein oder sowas in der Art. Ah ne, da geht eine Pipeline hin. Aus diesem Gebäude. Boah, keine Ahnung, Leute. Einfach mal rein da. Und? Was ist? Mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas? Ein Druckmittel? Ach, die Flasche. Was, wenn wir ihm die Flasche zeigen? Ja? Ich nehme an, das ist Ihr Spezialrezept? Kommt darauf an, wer danach fragt. Wenn Sie ein Bulle sind, dann habe ich nichts damit zu tun. Wenn Sie ein Kunde sind, können Sie für 2 Schilling selbst probieren. Ein wirklich fairer Preis, aber leider ist dieser Jahrgang ein wenig zu schwer für meinen Geschmack. Aber ich wäre sehr froh, wenn ich ein Paket zurückbekommen könnte, das hier ganz in der Nähe verloren ging. Oh, harte Anschuldigungen. Oh, was? Der hat uns jetzt einfach so das Paket gegeben. Ohne zu sagen so, ach nö, hab ich nicht oder so. Einfach das Paket. Können wir jetzt im Inventar das aufmachen? So. Ah. Eine Handprothese mit Kratzern. Aus dem Inventar raus, bitte. Eine Handprothese mit Kratzern. Watson, was? Was halten Sie davon, Holmes? Ich weiß ja nicht genau, was ich mit einer Handprothese mit Kratzern... Okay, wir gehen mal den Postboten fragen, wo das eigentlich hingehen sollte. Das hat er uns nämlich nicht gesagt. Oder hat er uns das gesagt? Ja, wie gesagt, wenn ich nicht ganz mitlese, was die hier erzählen, ich versuche halt mitzuhören. Aber ich trinke hier mal einen Schluck, bekommt ihr alles nicht mit. Oder, aber, hä? Saß er nicht hier irgendwo? Hier ist doch der Hafenkai. Hier ist das Haus von der? Ja. Sind wir hier lang gelaufen? Und dann nach rechts. Und dann ach, hier saß der. Ja, er ist weg. Und das ist schon mal sehr schlecht. Watson? Was halten Sie davon, Holmes? Ja, das heißt, wir haben jetzt eine Handprothese und eine Brosche. Mhm, okay. Ein wirklich fairer Preis, aber ja, das ist nur das. Was hat der denn erzählt? Ja, Uff, Holmes, dieser Mann ist nicht krank, der ist besoffen. Das ist nicht meine Schuld, ich wurde gezwungen. Das Paket wurde mir gestohlen. Gestern Nachmittag wurde ein Paket übergeben, da die Adresse nicht weit von hier ausliefern sollte. Ich war in der Nähe der Lagerhäuser, also eine Bande aus. Also hier in der Nähe. In der Nähe, also trank ich den Zug aus, wurde schwindelig und dann weiß ich nicht mehr. Aber was können Sie sich wohl gewollt haben? Das kann ich nicht sagen. Könnte sein, mir wird schon schlecht, wenn ich ihn ansehe. Ach, das war das mit der Flasche. Ach, recht. Das heißt, wir müssen irgendwie... Ich mache jetzt mit Leertaste, weil sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich hinmachen muss. Das heißt, wir müssen hier eine Tür finden. Aber der sagt ja nicht weit von hier. Jetzt weiß ich nicht, wie seine Definition von weit... Kleiner Grafikglitch. Brauchen wir das nicht in der Aufnahme? Nicht weit von hier. Vielleicht an die Frau? Vielleicht geht es an die Frau. Oder an ihn? Liegt ein Seil.
Dieses alte Seil scheint intakt zu sein. Keine Spur von Ruß. Okay, wie hätte man das denn jetzt sehen sollen? Das ist ja... Okay, ich laufe echt mit Leertaste rum, weil sonst wird das hier zu krass. Hier liegt aber nichts. Hier liegt auch nichts. Ne, hier oben liegt jetzt auch mal erstmal nichts. Ich gehe jetzt aber nochmal. Oder vielleicht... Ach! Natürlich weiß ich, wer die Handprothese bekommt. Der Typ ist mit dem Haken, über den ich mich letzte Folge noch so lustig gemacht habe. Letzte Folge? Ja, letzte Folge. Hab gerade mal kurz bei Audacity die Zeit geguckt, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Jetzt gucke ich mich hier nochmal ganz kurz um. Nur schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt, was man gebrauchen könnte. Da kommt wieder das einsame Schiff. Aber diesmal ist ein anderes, oder? Oh, ja. Nee. Nee, ist dasselbe. Okay. Ach, hier geht's ja noch ans Pier. Ist hier unten vielleicht was? Aber das sieht schon sehr danach aus, als wenn hier was versteckt wäre. Ui. Wey. Nö, nö, nö. Wir bringen erstmal dem Typen seine Prothese. Eine Prothese mit Kratzern. The Cursed Mermaid. Cursed? Schlachtzug? Cursed? Verfolgt? Die verfolgte Meerjungfrau? Ich weiß nicht. Hey, Junge, ich hab deine Prothese. Gute Nachrichten, Sir. Hier habe ich das, worauf Sie gewartet haben. Oh, danke, Sir. Ich könnte Sie küssen. Hey, Sie können doch nicht einfach gehen und den hier herumliegen lassen. Warum sind wir denn jetzt für den verantwortlich? Oh, das sind ja auch die Kratzer, die ich bestellt hatte. Kommen Sie, das müssen wir feiern. Kratzer? Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Sag mal, kann ich das kombinieren jetzt oder was? Das Seil mit dem... Oh ja, Seil mit einem Haken. Kann ich das damit? Ne, damit? Ne. So? So? Nein? Oder... Okay, geht nichts mehr. Seil mit einem Haken. Wofür brauchen wir denn jetzt bitte ein Seil mit einem Haken? Watson, was sagen Sie dazu? Was halten Sie davon, Holmes? Was sagen Sie? Nochmals guten Tag, Sir. Ich will keine Zeit verlieren. Wir haben neue Einzelheiten erfahren, die uns zu diesem schwer fassbaren Matrosen führen könnten. Die wichtigste? Ihm fehlt ein Auge und er trägt eine Silberkugel an dieser Stelle. Bei Gott, das kann nur Dirty Summer sein. Ein widerlicher Rohling ist das. Wo können wir ihn finden? Er muss sich auf einem Schiff verdingt haben, denn er war gestern Abend hier und wollte ein paar Männer anheuern. Wie hat er sich benommen, als er hier war? Er hat mir was in die Hand gedrückt, damit ich ihm den privaten Tisch dort hinter dem Vorhang reserviere. Während er da saß, kamen alle möglichen Männer und bewarben sich. Er schien jedoch nervös und ängstlich zu sein, denn er hielt sein Messer die ganze Nacht hindurch gezogen und einsatzbereit. Oh. Darf ich mir den Tisch hinter dem Vorhang einmal ansehen? Natürlich, wenn Ihnen das weiterhilft. Tisch hinter Vorhang. Da, wo wir eben schon einmal abgelehnt wurden, dass das Privatbesitz wäre. Oh. Das sind noch die Zeichen. Diese Schnitte scheinen recht frisch zu sein. Da sind 4 Symbole. Haben wir die jetzt einfach. Haben wir die jetzt so mitgenommen oder soll ich jetzt hier irgendwas übersetzen? Nö, ne? Okay, wir haben die 4 Symbole. J. Simmons. Okay. Aber sonst sehe ich hier jetzt nichts. Ihr? Hä? Achso, wir können ja einfach mal wegziehen. Okay. Ich wollte schon sagen. Okay, wir haben 4 Symbole, die uns jetzt wohin führen? Watson, ganz ruhig. Ich habe sie auch lieb, aber hey. Was ist los mit Ihnen? Was halten Sie davon, Holmes? Ich rede nur mal mit dem. Haben Sie etwas Wichtiges gefunden, Sir? Haben Sie etwas Wichtiges gefunden, Sir? Haben Sie etwas Wichtiges gefunden, Sir? Der singt das so schön. Haben Sie etwas Wichtiges gefunden, Sir? Nein, ich will ihn nichts fragen. Oh, das war aber jetzt unfair. Der arme Mann, jetzt hat er endlich seinen Arschkratzer.